Hey Leute, euer Sasono hier. In den letzten beiden Folgen hatten wir es ja viel über Bananen und Zucker und Tabak und hast du nicht gesehen. Dieses Mal geht es wieder um Bananen und zwar um die ganzen Nebenprodukte, die wir kriegen. Wir haben beim letzten Mal ja gesehen, dass wir bei den Bananen drei Items verwenden. Einmal den Dr. Ali. Der produziert gelegentlich extra Paprika, Kartoffeln, Trauben, Getreide und Hopfen. Dann haben wir den Gartenbauer Hermann für extra Paprika, Kartoffeln und Trauben. Und die Baumpflegerin. Die Baumpflegerin haben wir in Video 1 schon erklärt. Hier geht es jetzt aber hauptsächlich um die Trauben vom Gartenbauer Hermann. Die Paprika, Kartoffeln natürlich kann man auch nutzen. Und hier geht es auch nochmal um Paprika, Kartoffeln, Trauben und Getreide. In dem Fall auch wieder um die Trauben und um Getreide. Denn das Hauptaugenmerk heute liegt auf Getreide. Was mache ich am besten mit den Neben- bzw. Abfallprodukten? Gerade im Endgame kann man mit diesen Produkten wenig anfangen. Paprika braucht man nicht mehr, weil man den Michael den Sternekoch nimmt. Dann braucht man gar keine Paprika mehr. Kartoffeln, ja, Arbeitskräfte sind fast schon überflüssig, wenn man ein bisschen größer baut. Dann hat man auch kaum noch Bauern, also braucht man auch keinen Schnaps. Arbeiter brauchen es, glaube ich, auch, aber... Wie gesagt, durch den Palast kriegt man so viel rein. Hopfen könnte man vielleicht gebrauchen für ein bisschen Bier. Aber Hauptaugenmerk heute auf Getreide. Was machen wir mit dem ganzen Getreide? Wenn wir so viele Bananen bauen, um Tabak zu generieren, dann müssen wir auch irgendwo mit dem Getreide in. Die Trauben sind klar. Aus Trauben bauen wir Sekt. Damit können wir nämlich fast unseren ganzen Sektbedarf abdecken mit der Menge an Trauben, die wir hier nebenbei generieren. Aber wir brauchen noch ein paar mehr Trauben. Also liefern wir das Getreide und die Trauben natürlich in die alte Welt. Ich habe hier jetzt mal was vorbereitet. Und zwar ein Bäcker-Layout. Jetzt fragt ihr euch, was soll ich mit Brot? Gerade im Endgame, wenn ich eh keine Arbeiter und vielleicht wenige Handwerker habe, was soll ich mit so viel Brot? Wir backen das Brot, nicht weil wir das Brot brauchen, sondern weil wir wieder mal die Nebenprodukte brauchen. Wir haben hier einmal für die Bäcker den Marie Artois. Den haben sie jetzt im letzten Patch erst ein wenig stärker gemacht. Der hatte vorher einen Effekt, der gar nicht funktioniert hat. Jetzt hat der durch Update 8.0 nochmal 50% Produktivität erhalten. Das macht das ganze Setup nur noch stärker, als es vorher schon war. Dieses Item produziert nebenbei noch gelegentlich Trauben jedes sechste Mal und Schokolade jedes fünfte Mal. Und dann haben wir noch die Tortenkünstlerin, produziert auch nochmal jedes fünfte Mal extra Schokolade. Dazu nehmen wir den Bäcker, dass wir keine Mühlen brauchen, weil die Mühlen würden das Ganze wieder stark entkräften, da die sehr viel Platz kosten. Wenn man jetzt noch einen Palast in der Nähe hat, kann man noch ein weiteres Item nehmen, wie, was nimmt man denn da? Ich sag jetzt einfach mal den Feras oder so, den kann man da gut drin gebrauchen. Oder wenn man mehr in der Weltausstellung aktiv ist, gibt es ja bestimmt noch diesen Elmas Ofen oder auch hier jetzt gerade die Druckerpresse vom Hugo. Aber darum geht es gar nicht. Es geht hier eigentlich nur gerade um die Trauben und die Schokolade. Denn wir nutzen das ganze Getreide, welches in der neuen Welt abfällt und produzieren daraus Brot. Dieses Brot füttern wir natürlich auch wieder, sofern wir es nicht brauchen, an die Fische mit der bekannten Abfallroute. Ihr habt eine Route von Insel A nach Insel B, packt diese voll mit Brot und entsorgt das Brot einfach auf Insel 2. Der Rest ist für die Fische, haben die auch was davon. Hauptsache die Bäckereien laufen und ihr produziert nebenbei nochmal extra Trauben und Schokolade. Das Ganze ist dann ein schöner geschlossener Kreis in den letzten drei Folgen. So haben wir nämlich fast alle Abfallprodukte genutzt. Und können daraus sehr viel Trauben und Schokolade generieren. Trauben lohnen sich nämlich im Einzelbau leider eher weniger. Aber wenn man jetzt geschenktes Getreide hat und dadurch nochmal Trauben und Schokolade generiert, dann lohnt es sich sehr wohl. Daher kann ich hier diese beiden Items definitiv empfehlen, um damit überschüssiges Getreide zu verarbeiten. So viel zu diesem Thema. Schön, dass ihr dabei wart. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare. Wir sehen uns zum nächsten Mal. Haut's da rein. Euer Sasono.